Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar haben wir hier die Peebel V2 von Creative, die mir netterweise zur Verfügung gestellt wurden. Deswegen in der Ecke irgendwo hier Werbebanner. So, die wollen wir jetzt erstmal auspacken. Zwei 2.0 USB-C Desktop-Speaker. USB-C Desktop-Speaker, okay. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was damit bei ist. Mein PC hat ja USB-C. Achso, wir müssen das erstmal aufmachen. Pack das erstmal hier beiseite. Oder was haben wir hier drin? Da haben wir irgendwas drin. Kommen wir da auch irgendwie ran? Ja. Wir haben hier nur Broschüren, die uns eigentlich nicht interessieren. Ah, und ein Adapter. Ah, okay. USB-C auf USB. Und was ich geil finde, dass es orange ist, also die Creative-Farbe vom Karton halt. Ja, also finde ich einen coolen Gimmick. Ich stehe auf so kleine Sachen. So, und dann haben wir jetzt einmal und zweimal. Das packen wir mal beiseite. So, da haben wir jetzt die beiden Boxen. Die werden wir jetzt auch mal hier auspacken. Erstmal eine nur. Nicht, dass sie mir doll zerkratzen. Die bin ich mir am überlegen, ob ich die mir hinter meinem PC mache und dadurch meine 2.1-Anlage austausche. Wir haben dann praktisch hier die Box. Klein und schnucklig. Ich zoome euch mal ein Stück ran. So. Könnt ihr so sehen. Hier ist praktisch die Box. Da vibriert es so. Hier haben wir schön, da steht Creative. Hier auch im Bild ist in Gold gehalten. So ein bisschen halb, ja, so ein bisschen abgeflacht hier an der Seite. Könnt ihr gleich so sehen. Da. So, wir haben einen großen Gummiring unten für den guten Stand und dass nicht so viel Vibrationen übertragen werden. Hinten haben wir auch noch mal was. Da. Das ist auch nochmal eine Membran. Das ist, denke ich mal, vom Bass. Da lassen wir uns mal überraschen. Ach, hier ist auch eine Folie drauf. Die mache ich jetzt aber noch nicht ab. Oder doch, mache ich mal ab. Zack. Mache ich gleich wieder ran. Und die ist geriffelt. Wartet. Also wie so eine Schallplatte damals. Und ist nicht ganz rund. Ich würde jetzt sagen, das ist ein bisschen oval. Also von meiner Sicht jetzt hier drauf. Wir werden aber mal die Schutzfolie wieder drauf machen, damit hier nichts dreckig wird. Oder ja. Und das ist bei dem anderen genau das gleiche. Ach scheiße, packen wir jetzt einfach auch aus. So. So, bei dem anderen haben wir hinten genau das gleiche. Bloß, dass bei einem hinten halt nur ein Kabel rauskommt und beim anderen halt mehrere Kabel. Erkläre ich euch auch gleich warum. Und dass wir hier was zum Stellen haben. Also was zum. Hier machen wir praktisch mit dem Regler an und aus. Hört mal. So, und dann kann man halt die Lautstärke hier einstellen. So. Müssen wir hier mal kurz gucken, wie war das hier? Achso. Klebeband hat Gott sei Dank nicht so gut gehalten. So. Und dann haben wir hier praktisch den Kabelstrang. Praktisch gesehen, hier kommen, ich werde das mal so versuchen, dass ihr das seht, drei Kabel raus. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Ja, drei Kabel, also eins, zwei und drei. So,
ein Kabel geht zur anderen Box rüber. Und zwei sind halt diese. So, da haben wir einmal einen Klinkeanschluss. Ich werde mal gucken, dass ich das, dass ihr das vielleicht so ein bisschen besser seht. So. Einmal einen Klinkeanschluss mit zwei grünen Strichen, also Stereo. Bei drei wäre dann halt mit Mikrofon. Einer wäre, also ein Strich wäre Mono. Wir haben hier Stereo und wir haben zur Energieversorgung einen USB-C-Anschluss, wo wir ja hier den Adapter mit bei haben. Für die, die halt jetzt kein USB-C haben, also am MacBook ist ja ein USB-C, an den neueren PCs ist ein USB-C, an den neueren Laptops sollte eigentlich auch USB-C dran sein, soweit ich weiß. Ach, meine Tochter kommt. So, und hier haben wir dann praktisch diesen Adapter. Der macht uns USB-C auf normales USB-C auf normales USB. Da stecken wir das einfach, wie rum ihr das bei USB-C macht, ich mach mal ein bisschen raus, ist eigentlich Jacke wie Hose, weil USB-C hat den Vorteil, es gibt nicht mehr die Begrenzung, das ist oben, das ist unten. Ihr könntet raufstecken, oh Gott, das ist fest, das ist gut, wie ihr wollt. Und das sitzt auch jetzt vom ersten Eindruck wirklich extrem fest. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass sich das löst oder so, wenn ihr drin habt und dann irgendwie das löst und dann habt ihr auf einmal keinen Strom mehr. Nee, das sitzt wirklich richtig bombenfest. Finde ich sehr gut. So, jetzt machen wir das mal wieder zu. Jetzt muss ich mir nur noch eine Möglichkeit finden, das anzuschließen. Ich hatte mir auch schon überlegt, das vielleicht für Alexa zu nehmen. Dass ich mir das... So, das mir praktisch das hier, weil ich finde es optisch richtig, optisch ist es ein Hingucker, optisch sieht es geil aus. So, dass ich mir das links und rechts neben meinem Fire TV Cube stelle und dass ich dann praktisch, wenn meine Steckdose für TV und alle Geräte aus ist, ist nur der Fire TV Cube an, weil der Dauerstrom hat und mein Ladegerät für die PlayStation 4 Controller. Dann würde ich das hier auch auf Strom über Fire TV Cube machen. Ich habe ja so einen Adapter dran für USB. Und den dann in Fire TV Cube, den Klinke. Und dann könnte ich hier halt an- und ausschalten und hätte praktisch darüber Ton und bräuchte halt nicht Bildschirm haben. Und könnte dann praktisch über diese Musik hören. Weil der interne Lautsprecher von Fire TV Cube geht nicht für Musik oder für irgendwas. Nur zum Ansagen lassen oder wenn News kommen oder irgendwas. Aber sonst nicht. Und da könnte ich die dann halt benutzen, habe ich mir gedacht. Mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen. So. Das soll es jetzt auch für das erste Video gewesen sein. Ich werde die auf jeden Fall noch testen. Und da kommt auf jeden Fall noch ein Video. Vielleicht. Ich muss mal gucken. Jetzt ist ja Tochter gerade da. Da ist das ungünstig. Vielleicht werde ich die mal... doch an Fire TV anschließen und da habe ich ja Nemesis drauf, die darf ich ja hören. Da gibt es kein Content-ID und so. Da habe ich von Nemesis, also von der Band, die Erlaubnis, die abzuspielen. Vielleicht werden wir das denn die Tage mal machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Video denn einzeln kommt jetzt, das, was wir jetzt gemacht haben. Und das dann später oder ob alles gleich zusammenkommt, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das entscheidet sich... Ja, nachdem was an Stress ist und muss man das erstmal wieder reinpacken. Je nachdem was an Stress ist, Terminen ist und so. Frauchen hat heute auch wieder Zahnarzttermin. Ja, mal gucken, wo ist hier der Standfuß? Hier unten, da. So. Also wie gesagt, Frauchen hat heute auch wieder Zahnarzttermin. Da muss ich sie hinbringen. Die Große hat Termin mit ihrer Mutter. Das wieder betreut sehen. Müssen wir nur alles akkurat hier wieder verpacken. Soll ja nichts abhanden kommen. Bin ein bisschen penibel gewesen. So. So, dann. Achso, falsch rum habe ich gemacht. Das sollte man schon richtig machen und zwar die Lautsprecher nach innen gucken lassen. So.
Und warum nach innen? Ja, weil sonst passt das hier nicht auf. So. Ach, Juna gibt Headset. Ja, habe ich schon Bilder gepostet bei Instagram. Diese Headset auf hat. So, also die Zukunft der Gamer wird schon herangezüchtet. Also wenn Frau nicht da ist. Jetzt muss ich mein Stativ festhalten, sonst passiert das. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Warte, ich muss mein Mikrofonkabel noch hoch machen. Ich habe noch nicht so früh mit meiner Frau und meinem Kind gerechnet. So. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Hallo? Ja, sie will auch Kamera gucken. Wie gesagt, Däumchen wären, Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Das hat euer Odin.